Herzlich willkommen, Freunde, zum nächsten Spieltag der unserer FIFA 13 Karriere mit Hertha BSC im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn. Ja, wenn er so ein Skill hinlegt, mache ich sowas hier, zack. Wir kommentieren dieses Spiel für Sie. Frank Buschmann und Manni Breuschmann. Stadion nieder, SC Paderborn, Hertha BSC Berlin. Wir gehen gleich mal zu den Mannesaufstellungen. Paderborn einem 4-2-3-1 System. Top-Torjäger Polnjacek mit 2 Ligatoren. Die Nummer 11. Bei Berlin ist es Adrian Ramos, 3 Tore, Ligaspitze. Mal gucken, ob wir dieses Spiel souverän wie das erste Spiel gewinnen werden. Ein tolles Fußballspiel. Oh, St. Pauli geht mit 1-0 gegen Bochum in Führung. Das ging aber auch zügig. Und der kommt genau an. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Schade. Jetzt ist mal über Meha, Paderborn, Kempe. Meha, Krösche, Kluge jetzt, kommt nicht ran, immer noch Krösche, und was ist gegen Tor durch Dennis Naki. Das ist jetzt schon die dritte Partie für den Trainer in seiner Verantwortung. Und nach dem Sieg, jetzt ist er vorbei. So, jetzt das war ein Foul. Ich bin gespannt, was der Schiedsrichter macht. Marcel Njeng, fast mit 1-0. Knapp daneben, ist aber halt auch vorbei. Niemeyer. Eieiei. Saha. Saha. Auch nicht drinne. Abstoß gibt's. Ach, das ist doch. Wunderschön, wenn das nicht reingeht, ey. Und nun Adrian Ramos. Kluge. Kluge. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Das müsste Zaha reinmachen, macht aber nicht. Über die Torauslinie fliegt. Das gibt's doch nicht. Das war schon die dritte Riesenmöglichkeit, die das einzelne sein möglich. Ein wunderschönes Zuspiel. Und jetzt ist er durch. Und Ramos auch daneben. Den macht er nun wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Schade. Naja, komm. Und nun Adrian Ramos. Wir machen unser 1-0 jetzt. Komm. Ah, Ramos. Ah, da habe ich jetzt zu lange abgewartet. Das, ja, perfekt, das ist eine richtig gute schlimm. Aktion, ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Das ist schlimm für mich. Ah, oh, Fehlpass von Saha. Ein gutes Stellungsspiel. Was soll er da anders machen? Ei, ei, ei. Freistoß. Blitzschneller Freistoß. Zweikampf von der. Wir müssen hier jetzt gewinnen. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Spiel. Benatira, 1-0 für Berlin. Das ist 29. Minute, Ernest Benatira, 1-0, Hertha BSC im Auswärtsspiel. Als der Mann dieser Mannschaft. Das wird auch schön gemacht. Und verdient vor allem. Peter attackiert. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Kempe, Meha, Krösche, Wemmer, fast das Gegentor. Aber der Pass war sensationell. So, Kraft jetzt weit nach vorne. Es gibt nur Abstoß.
Saha, schade, der konnte den Ball nicht schön weiterleiten. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Achtung! Oh, Benatira mit dem 2:0 sogar noch. 36 Minuten Ernest Benatira, zweites Saisontor und auch das 2:0 für Hertha. Schön gemacht, aber auch. Habe ich auch nicht so vorbereitet ein Tor. Ja, so kann es weitergehen. Und der Angriff wurde gestoppt. Und jetzt hat er freie Bahn. Schön, Ramos. Guck mal hin. Ah, das war zu viel genommen, zu viel Schuss. Ja, so kannst du das Ding auch nicht verwehren. Ja, schade, diese Situation, denn da setzt er sich wirklich sehr, sehr gut durch. Ich glaube, in der Halbzeit muss ich wechseln. Kluge. Stark gemacht. Ernest Benatira, schlecht geschossen. Genau auf den Torwart gezielt. 68 München, Braunschweig, 1:1. Ah. Niemeyer. So, ein Kluge jetzt schön. Schuss und... Ah, nicht so gut gemacht, diesmal von meiner Tierer. Aber eine Ecke wenigstens. Sofort auf Eckball. Aber die wird eh wieder nix. In Jeng. Kopfball. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Franz mit dem guten Kopfball. Oder Janka, ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt. Das sieht man, aber es ist auch Halbzeit, Halbzeitstand 2:0 für Hertha BSC. Zur Pause 2:0. Ah, ich will auch wechseln. Also wenn ich wechseln muss. Oh ja, da muss ich wechseln. Dann bringen wir mal da Soga und Kachunga. Und Ronny dann noch für Kluge und dann hat sich's auch. Adrian Ramos, zwei Schüsse, Pässe 100% Pässe. Ronny, Kachunga, Lasoga für Kluge, Injeng und Saha. Neue Spieler auf einen Schlag. Wollen wir mal gucken, ob diese Wechsel positiv sind für uns oder nicht. Aber momentan eher Paderborn und Drücker. Heieiei, was mache ich denn hier? Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Ronny, Ronny. Vorsicht, es ist doch und Ramos daneben auch noch. Und Abstoß ist die logische Folge. Erst stelle ich am Torwart und dann scheiße Ramos. Das war eine schöne Idee, der Steilpass, aber es hat nicht funktioniert. Das sieht gut aus. Eckball. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Kachunga jetzt mit der Ecke. Ecke. Ramos. Tor. Adrian Ramos, 56. Minute. Das war jetzt ein Kuddelmuddeltor für Hertha. 3:0, aber trotzdem. Geht so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau nochmal hin, Manni. Da ist überhaupt keine Gegenwehr. Gar nichts. So muss das gespielt werden. So konsequent. Das Tor hier. Das ist noch schöner. Franz. Ramos, so, Niemeyer, bei den Hausherren. Ramos jetzt mit dem Fehlpass, Ronny, also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf. Das ist die komm, ein sehr schöner Pass, Lasoga, Ramos nicht drinne. Oder kriegt er sogar den noch? Nee, Lasoga. Ist langsam. Frische Kräfte braucht das Spiel. Nochmal Ecke Kachunga. Die war schlecht, die Ecke. Da könnte was draus werden. Und jetzt. Nee, da wurde nichts draus. Oh,
Oh, oh, Buschi, die Fans, sie werden langsam etwas ungeduldig. Ja, und das ist jetzt ein ganz spannender Aspekt, denn das kriegen die Jungs da unten auf dem Platz natürlich mit. Die Zuschauer, sie murren, die wollen besseren Fußball sehen. Da muss ich was tun. Ja, da muss ich was tun, ja, dann tut mal was. Eieiei, Fehlpass, nächster. Niemeyer. Lasogga. Benatira. Benatira jetzt auch noch mit dem Hattrick. 74. Minute, Benatira. Mit dem nächsten Tor für Hertha BSC, das ist das 4:0, nachdem er zwei Anläufe gebraucht hat. Das ist gepatzt, dem Stürmer auf dem Tablett das Tor serviert. Und damit haben wir uns die Tabellenführung sicher wieder zurückgeholt, weil Cottbus war nach dem ersten Spieltag Tabellenführer. Ich frage mich, wie die gespielt haben. Sicher in der Ballbehandlung. Achtung! Katschunga jetzt auch noch mit dem 5:0. 76. Spielminute, 5:0 Hertha BSC. Aber auch den Joker, denn der hat's gemacht, das Tor. Sie liegen. Das ist klar vor. Sehr schöner Fußball jetzt hier von der Hertha. Und 860 München geht mit 2:1 gegen Eintracht Braunschweig in Führung. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Das ist die Vorteilsregel, es geht weiter. Nicht raufgehen. Jetzt muss ich rauf. Bertels bleibt hängen. Ramos, 4 Tore, Ligaspitze. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Ei. Der wäre schön aufgelegt gewesen von mir. Niemeyer. Herrlich gemacht. Schön. Und der Pauli geht mit 2:0 gegen Bochum in Führung. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und Lasogga macht jetzt auch noch sein Tor. 88. Minute, Pierre Lasogga, 6:0 für Hertha. Wie einfach das ist natürlich längst jetzt. Also dieses Spiel geht mehr als deutlich aus. Den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Da ist ein Spieler am Boden. Könnte sein, dass er sich gezeigt hat. Oh, Ramos ist verletzt. Das ist sehr ärgerlich. Eine Minute Nachspielzeit, die ist aber auch gleich vorbei. Vranić. Und der kommt genau an. Machen Sie noch den Antreffer, nein. Das war der zweite Spieltag für uns. Und ein 6:0 über Paderborn. Damit sind wir wieder Tabellenführer. Das ist schön. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge. Wir sehen uns am dritten Spieltag unserer Saison wieder. Hoffentlich dann wieder mit einem Sieg. Und bis dahin, raut rein. Bester Spieler war Ernest Benatira.